Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf WLAN-Land. So heißt dieser wunderbare Kanal. Wir spielen weiter Uncharted 4. Es gibt anscheinend einen kleinen Flashback. Und ja, wir sind wieder kleiner Nate mit dem Bruder Sam. Sind wir hier. In der Folge davor hat sich herausgestellt, dass der Bruder echt ein verlogener Hundling ist und eine miese Drecksau. Oh, ich hab's eigentlich schon geahnt, dass der Typ rundum scheiße ist. Und ja, mal gucken, wir sind ach, schaut es euch einfach an, was in der letzten Folge passiert ist. Das ist mir jetzt zu blöd zu erzählen. Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Was los? Was passiert hier? Gehen wir da rauf. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Etwas Frische ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein, 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 nein. Wo ist denn der? Ich sehe den Bruder gar nicht. Der quatscht noch und ist da unten wieder wie angewurzelt. Was ist jetzt? Dich da wegschieben, du Trottel? Komm, also wir rennen da mal rauf. Irgendwas scheint hier schon zu tun zu sein. Was es genau ist, weiß ich nicht. Ja, er kommt schon mit. Irgendwo ist Licht, da gehen wir mal hin. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Scheint, wollen wir da einbrechen. Ich habe noch gar nicht genau verstanden, wo wir hier sind. Schauen wir mal. Ist verschlossen. Siehst du, was habe ich gesagt? Den Versuch war es wert. Wo ist der Trottel? Ja, anscheinend müssen wir irgendwie in dieses Gebäude reinkommen. Schöne Vollmondnacht. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Gibt doch, wenn ich nach die Taste des Steuerkreuz drücke, muss ich doch irgendwie meinen Verbündeten finden, oder? Wirklich brauchen tut man den nicht. Passiert auch nicht viel. Wo ist dieser Bastard? Echt wahr? Mich nervt es, dass die da immer wieder verschwinden. Gut, wenn die Fördertür ab ist, in dem Spiel, was macht man da am meisten? Richtig, klettern und hüpfen. Dann klettern und hüpfen wir zu einem Eingang. Oder wir suchen uns eine andere Eingangstüre, vielleicht hier Hintertürchen. Da scheint es doch schon mal schön reinzugehen. Witzig, gerade sage ich noch, wie schön der Vollmond ist. Und da ist schon der Sonnenaufgang. Da wird es wahrscheinlich irgendwo reingehen hier. Nee, die Tür schaut schön aus, oder? Auch nicht. Garage vielleicht? Nee. Verpiss dich, du Lümmel. Okay, gib mir deine Hand. Okay, gut gemacht. So hoch kann ich nicht springen. Gut, das kriegen wir auch anders hin. Hier, folge mir. Hoppala. Kommt ihr schon noch runter? Ja. Okay. Komm. Okay, er hilft uns nochmal. Das ist sehr schön. Da komme ich ja nicht rauf. Das haben wir gerade gecheckt. Aber hier. Und am höchsten Punkt einen schönen Sprung, das dürfte doch klappen, oder? Genau, alles klar. Und was hat es mir gebracht?
Ah, okay, der kann auf einmal große Sprünge machen. Fenster ist offen, geh mal da rein. Komm, Nathan. Ich muss sagen, ich bin entsetzt, dass der Typ so ein hinterhältiger Halunk ist. Also, das ist ja nur ein Spiel, aber da sieht man mal, wie gut das umgesetzt ist. Der Typ ist mir einfach unsympathisch und ein Riesentrottel. Und das merkt man jetzt halt auch. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Alles klar, weiter geht's. Einfach Ausschau nach Büchern, Ziehen, Aufzeichnungen. Oh, der schaut cool aus. Okay. Bücher, Magazine. Schauen wir mal, was wir finden. Da ist doch schon eine Kiste. Was haben wir da Schönes drin? Hier drin ist nichts. Gut, schade. Suchen wir mal ein bisschen weiter. Da ist schon die nächste Kiste. Schleichte! Da könnte was drin sein, oder? Nein. Nein, auch nicht. Hier unter dem Dach ist es nicht. Das hat sich in Luft aufgelöst, der Lümmel. Reise- und Campingausrüstung. Da ist noch was. Da haben wir doch mal Bücher und ein paar Dokumente. Umdrehen. Oh, was haben wir da drauf? Zurücklegen. Weiß jetzt auch nicht, das war jetzt nicht so hilfreich. Aber die Spur wird ja schon heißer und heißer. Wo ist die nächste weiße Kiste? Ja, das geht. Da ist. Hat es ja nicht gerade so geblinkt, als ob da irgendwo ein Schatz wäre? Nee. Ab nach unten. Nach unten. Ja gut, jetzt sind wir einmal rum. Anscheinend ist hier wirklich nichts. Ab nach unten. Über die Treppe oder übers Dach? Wo ist der Lümmel? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist dieser, also diese Suchfunktion vom Spieler, die funktioniert ja auch überhaupt nicht. Ach, da ist der runter, oder? Und wie finden wir sie? Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Gut, schauen wir erstmal unseren, dem Raum um. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Was uns hier erwartet. Die schaut fast aus, als ob nichts ist. Nebenraum. Alter Billardtisch. Lichteffekte sind so geil gemacht hier. Da ist wieder eine Kiste. In irgendeiner werden wir was finden. Was es ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal genau, was wir suchen, aber das schaut gut aus. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Und was ist das? Nein, das ist nicht von Mom. Okay. Ist auf dem richtigen Weg. Legen wir es wieder zurück. Mal dem mal hinterher. Oh, was haben wir da? Zum Untersuchen. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Okay. Wo ist noch eine Kiste? Da ist noch eine. Nee, doch nicht. Wo liegt noch was, was wir öffnen könnten? Das haben wir schon angeschaut. Da hinten vielleicht noch was? Nö. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch einen Raum weiter. Denn sonst weiß ich gerade nichts. Die Tür schaut doch schön aus zum Aufmachen, jawohl. Zu. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Und los, liebe Leute. So, Tür ist offen. Was zum Teufel? Ui.
Das ist... Was aus dem alten Ägypten? Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophag. Wow, cool. Hieroglyphen. Echt? Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Irgendwas suchen wir. Da. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Aber da kann man nichts wegnehmen oder ziehen, nee. Wahrscheinlich werden wir hier auch noch irgendwie erwischt. Was haben wir da? Oh, Wahnsinn. Hey, erkennst du das? Was christliches oder römisches, ne? Liegen dir Figuren? Etruskisch. Ah, stimmt. Gut, ich lag auch falsch. Oh, gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Wer nicht brav ist, wird da eingesperrt. Ja. So. Verdammtes Museum hier. Absolut. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Hoffentlich renne ich nicht an zu vielen Hinweisen einfach vorbei. Boah, schaut der geil aus. Sehr cool. Ja, viel scheint hier auch nicht zu sein. Jedenfalls sehe ich nichts. Dann darunter, oder? Ich fürchte, dass wir da irgendwie noch erwischt werden. Da haben wir wieder eine Kiste. Hier ist noch eins. Na, schauen wir mal. Nein. Das ist auch nichts. Naja, alle guten Dinge sind drei. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Die Wäschekammer. Gut, dadurch. Sehen wir, was hier ist. Das ist schon wieder sehr, sehr gut gemacht. Das ist nette Abwechslung zu diesem ganzen Gehüpfe und Geschieße. Mal ein bisschen was suchen. Nathan, schieb mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Jetzt sind wir im Küchenbereich. Was haben wir da? Ein Globus. Ja, da wird nicht viel drauf sein, was uns weiterhilft. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Aber, warte mal. Können wir da noch was machen? Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Gut, ein bisschen Spinnerei hier. Das ist unwichtig. Da ist wieder eine. Das ist ein Buch. Lhasa. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? My Journey to Lhasa. Wie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Also wenn es privat so einen Krempel rumstehen hast, das wäre schon sau cool. Hey, sieh mal. Ave Cäsar. Ich habe mal gehört, das Wort Cäsar wird eigentlich Käser ausgesprochen. Und Käser ist die Ableitung von unserem Kaiser. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht ganz falsch, aber so zu 80% war es so. Der Wortlaut. Irgendwie ZDF. ZDF hat es gesagt. Sag mal da. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas schön? So etwas? So kleine Tour, auf der man noch was lernen kann.
Fruchtbarkeitstotem. In Thailand haben die auch so ein Fruchtbarkeitszeug. Das sind so Frösche aus Holz, über denen man mit so einem Holzknüppel drüber fährt und dann machen die so ein komisches Geräusch. Und das soll auch irgendwie was mit Fruchtbarkeit bringen. Ja. Sich alles weiß, ja? Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Müssen wir googeln. Googeln. Fruchtbarkeitsfrosch Thailand. Wir haben die immer Fickfrösche genannt. Was haben wir da? Lesen. Evelyn, wir haben Dienstag und es ist 9 Uhr morgens. Bla 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 bla. In Liebe kennen. Boah. Wichtige Information bitte merken. Halt, da war was. Ist der kleine Spätzel da? Lass mal den angucken. Interessant. Sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Dein Schlossbüchsen. Was suchen wir? Ein paar Flinten. Ich hab schon die Orientierung verloren. Ich laufe irgendwie nur noch so kreuz und quer. Aber jetzt. Jetzt haben wir einen Erfolg, Leute. Jetzt haben wir einen Erfolg. Ich spüre es. Wow. Lawrence von Arabien. Ah ja. Ist ja auch verfilmt. Aber auch das nicht. Schöne Sachen hier in der Wand. Wirklich wie ein Museum. Eine kleine Geschichtsstunde. Naja. Nicht Stunde. 20 Minuten, dann ist hier wieder Schluss, meine Lieben. In 3 Minuten beenden wir diese Folge. Und dann gibt es schon die nächste. Wenn es euch gefällt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Oder wenn ihr meint, ich könnte was anders machen oder besser machen. Ich bin immer um Feedback dankbar. Ich habe einen, der tut recht viel, immer kommentieren. Und der hat mir schon Tipps gegeben, zwecks Ton und so weiter. Henry heißt der. Ja, Henry, an dieser Stelle, wenn du das siehst oder so weit schaust, danke für deine Unterstützung, finde ich klasse. Ich kenne den Typen nicht persönlich, aber er hat mir immer wieder gute Tipps gegeben. Kommentiert immer recht fleißig und ja, macht Spaß, wenn die Leute da so teilnehmen an dem ganzen Spaß hier. Ja, in diesem Sinne legen wir den Quatsch da mal zurück und dann gucken wir weiter. Also Henry, vielen Dank. Samurai. Na, erkennst du das Wappen? Wolkenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Tauscht ihr wieder die Helme? Nee, lass den Samurai-Helm auf, oder? Leute, wir lassen den Samurai-Helm auf, der ist doch viel cooler als dieser persische... gruselige Helm. Der Perser-Helm, der gefällt mir besser. Der japanische Samurai-Helm, der gefällt mir besser. So, wir suchen weiter. Das ist der Schatten, der da reflektiert. Oder halt nicht der Schatten, sondern die Taschenlampe. Kurz gedacht, da blinkt ein Schatz auf. Gehen wir nach oben. Was haben wir da? Ohne Notiz. Das könnte doch wichtig sein, wenn jemand das verbrennen will. Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Okay. Sie haben wohl abgelehnt. Das brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Ja, liebe Leute, was uns hier noch in diesem mysteriösen Haus erwartet, oder was uns hier von diesem, was ist das, Grammophon, was das Grammophon noch für Schätze freigibt, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Morgen 20, 21 Uhr gibt es schon die nächste Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao, Servus.